Assoziativität ist wichtig bei Operatoren gleicher Präzedenz. Da gilt, alle Operatoren, alle unären Operatoren sind rechtsassoziativ und alle binären Operatoren außer den Zuweisungsoperatoren sind linksassoziativ. Das heißt, zunächst wird immer der linke Operand ausgewertet und dann der rechte. Zuweisungsoperatoren sind rechtsassoziativ, da wird zunächst rechts der Ausdruck ausgewertet und der berechnete Wert wird ja dann der Variablen zugewiesen. Der ternäre Bedingungsoperator ist rechtsassoziativ. Assoziativität ist insbesondere von Bedeutung bei Funktionen mit Seiteneffekten. Dazu dann später nochmal mehr, wenn wir uns genauer mit denen in einer späteren Unterrichtseinheit auseinandersetzen werden. Also wenn ich sowas schreibe, i gleich j mal gleich k plus 78 ist das Äquivalent mit i gleich und dann hier die entsprechenden Klammern gesetzt. Der Zuweisungsoperator ist rechtsassoziativ, deswegen kann ich hier die Klammern setzen. Und das ist auch ein spezieller Zuweisungsoperator, der ja rechtsassoziativ ist, also kann ich hier die Klammern setzen. Mal und dividiert durch haben gleiche Priorität, sind aber linksassoziativ. Also ergibt sich im Prinzip hier zunächst die Berechnung von J mal K. Also hier wird zunächst berechnet, oder schauen wir uns das mal genauer nochmal an. I gleich J mal K dividiert durch 5 ist im Prinzip I gleich dieser Ausdruck. I ist jetzt der erste Operator, der auftritt. Gleich ist der erste Operator, der auftritt, der ist rechtsassoziativ. Also wird zunächst dieser Ausdruck ausgerechnet. Bei diesem Ausdruck steht jetzt J mal K dividiert durch 5. Die Werte, diese Operatoren sind gleichwertig, sind aber linksassoziativ, also wird zunächst berechnet J mal K und dann dividiert durch 5. Was hat das beispielsweise für Folgen? Schauen wir uns mal hier dieses Beispiel an. Double D gleich 20 durch 8 durch 2.0. Da wird zunächst berechnet 20 durch 8. Ja, jetzt befinden wir uns aber noch im Integer-Bereich. Also wird 20 durch 8 berechnet als Integer-Wert 2. Jetzt wird 2 dividiert durch 2.0. Dann wird 2 zunächst in eine Gleitkommazahl umgewandelt. Das heißt, dann steht dort oder wird berechnet der Ausdruck 2.0 durch 2.0 und das ergibt 1.0. Ein anderer Wert hätte sich ergeben, wenn ich da hingeschrieben hätte 20.0 durch 8.0, weil dann diese Division auch im Gleitkommabereich durchgeführt worden wäre. Also diese Division wird in diesem Beispiel zunächst im Bereich der Integer-Arithmetik durchgeführt und diese Division dann im Bereich der Gleitkomma-Arithmetik.